Hallo und herzlich willkommen zu den FIMO Creative Weeks. In Kooperation mit Städtler und vielen anderen Künstlern zeigen wir euch zusammen 9 Wochen lang jeden Freitag ein weiteres Thema, zu dem ihr basteln und kreativ werden könnt. Eure Werke ladet ihr dann mit den Hashtags MyFIMO und MakeItReal auf der Städtler-Seite hoch und habt somit jede Woche die Chance, ein großes Materialpaket zu gewinnen. Und nun starten wir mit dem Video und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Heute basteln wir süße kleine Wolkenanhänger, die ihr als Haarnadeln oder als Broschen tragen könnt. Wir brauchen dafür auf jeden Fall weißes FIMO und dann ein paar Farben eurer Wahl für die Regentröpfchen. Ich wollte sie auf jeden Fall sehr bunt gestalten. Dann brauchen wir Wolkenausstecher oder eine Wolkenmold und ihr braucht ein bisschen Schmuckzubehör, um sie nachher zu befestigen. Zuerst kneten wir unser weißes FIMO ein bisschen weich und rollen das Ganze dann auf ungefähr 2 mm bis 3 mm Dicke aus, damit wir es mit unseren Ausstechern auch gut ausstechen können und es eine gewisse Festigkeit hat, wenn wir es nachher tragen wollen. Wenn ihr keinen Wolkenausstecher habt, könnt ihr auch gerne euch das selber schnitzen. Nehmt euch einfach eine Vorlage, legt die auf das FIMO oder schneidet es einfach so wie ich per Hand aus. Dritte Möglichkeit, könntet ihr auch eine Mold benutzen. Das ist eine fertige Form, in der ihr das FIMO reindrücken könnt. Diese lässt sich auch gut mitbacken, wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass es sich verformt oder wenn ihr vielleicht euer Schmuckstück noch in das FIMO einarbeiten wollt. Mit einem spitzen Werkzeug, bei mir ist es wie immer das Nadelwerkzeug, ihr könnt aber auch wieder einen Zahnstocher nehmen, arbeite ich die Löcher vor, denn wir wollen ja nachher, dass die Tröpfchen von der Wolke baumeln. Vergesst diesen Schritt nicht vor dem Backen zu machen, denn hinterher wird es sehr schwierig, wenn das FIMO sehr hart ist und es könnte dann unter Umständen brechen. Nun nehmt ihr euer farbiges FIMO zur Hand, rollt es zu einer kleinen Wurst und schneidet euch die passend großen Stücke ab. Und die rolle ich dann zu einer kleinen Kugel und anschließend dann ein bisschen an der Seite, dass es eine Tropfenform ergibt. Ja, und davon machen wir jetzt ganz viel bunte Farben. Und so sollten sie hinterher aussehen. Ich habe mich hier für Schimmer-FIMO entschieden, weil ich das richtig schön finde. Und als letztes nehmt ihr hier diese Eyepins zur Hand und schneidet euch vorsichtig die Köpfe ab. Die werden dann in die oberste Spitze des Tropfens eingearbeitet, denn wir wollen ja, dass die nachher hängen. Ja, und das macht ihr jetzt bei jedem Stück. Das kann ein bisschen länger dauern. Hört euch dabei ein schönes Hörbuch an. Ja, und dann wird das Ganze gebacken. Wenn ihr mit allem fertig seid, wird es wieder auf mittlerer Schiene bei Ober- und Unterhitze bei 110 Grad ca. 30 Minuten gebacken. Nach dem Backen und Auskühlen bearbeite ich meine kleinen Wolken noch mit den FIMO Schleifschwämmen, weil hin und wieder ist von dem Ausstechen ein bisschen Überschuss da und da gehe ich dann vorsichtig einmal mit der Feile oder dem Schwamm rüber. Da die Löcher nach dem Backen manchmal nicht ganz durch sind, arbeite ich sie nochmal mit dem Handbohrer nach oder ihr nehmt wieder ein spitzes Tool und könnt dann sozusagen auch nochmal durchstechen und die Löcher vergrößern. Jetzt wird wieder alles lackiert, einmal die Wolken und die kleinen Tröpfchen mit dem FIMO Glanzlack. Das härtet das FIMO ein bisschen nach und gibt einen wunderschönen Glanz, der gleichzeitig auch euer FIMO schützt. Der letzte Schritt ist, mit dem Sekundenkleber nochmal die Eyepins nachzukleben, denn leider hält das Metall und das FIMO nicht immer hundertprozentig zusammen und deswegen bearbeite ich nochmal nach. Nun können wir ans Verarbeiten gehen und alle Teile zusammenfügen. Ihr braucht ein bisschen Schmuckkette, dann ein paar Accessoires, zum Beispiel Broschennadeln, Haarspangen, Ohrlinge, dann Biegeringe, die groß genug sind, um durch die Löcher zu passen und ein paar Schmuckzangen. Sekundenkleber wäre auch noch von Vorteil. Ich habe mir die Tröpfchen schon in der Farbe angeordnet, wie ich sie ganz schön finde und habe mir ein paar Ketten abgeschnitten, immer so 8 Glieder, damit ich dieselbe Länge habe. Und dann fiele ich das Ganze einfach durch die Löcher und hänge die kleinen Tröpfchen an die Enden. Und das macht ihr einfach mit allen euren Wolken, bis ihr die Sachen habt, die euch gefallen. Und nun hänge ich alles hintereinander ein und auch die Tröpfchen noch an. Ihr könnt natürlich auch vielleicht dieselbe Farbe Tropfen nehmen. Das würde auch sehr schön aussehen. Dann hättet ihr eine gleichmäßige Wolke. Mir gefallen aber die Regenbogenfarben gerade sehr, sehr gut. Ich benutze sehr gerne mehrere Größen an Biegeringe. Zum Beispiel die größeren, durch die das FIMO durch muss und kleinere für unten, damit es einfach filigraner wird. Und das sind meine Varianten Wolken. Einmal einfarbig und zwei mit bunten Tröpfchen. Mir gefallen sie alle sehr, sehr gut.
Wenn ihr euch entschieden habt, welches Accessoire in welche Wolke kommt, nehme ich jetzt hier den Patex Ultra Gel Kleber und ja, nehme die kleine Wolke und klebe da den Pin auf. Die etwas größere Wolke nehme ich für die Broschennadel und die andere für meinen Haarpin. Die Broschennadel entweder mit dem Sekundenkleber aufkleben oder ihr könnt sie auch ins Fimo einarbeiten. Hier zeige ich euch einmal die Variante, wie das dann aussehen würde. Dann würde sie auch nicht mehr abgehen, weil das Fimo sozusagen die Nadel umschließt. Später noch umentschieden und habe doch statt der Klemme den Haarpin gewählt, da er besser im Haar hielt. Ja, aber das könnt ihr halt dann so entscheiden, wie ihr das möchtet. Ich finde diese kleinen Wolken wirklich sehr, sehr niedlich und wollte euch hiermit auch mal eine andere Schmuckvariante präsentieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, klickt hier nochmal in die letzten beiden der Fimo Creative Weeks rein. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr der ganzen Wochen. Und die kleine Glocke erinnert euch dann auch, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und beim selber kreativ werden. Vergesst nicht, mir eure Werke zu schicken oder sie bei Städtler hochzuladen. Wir sehen uns im nächsten Fimo-Freitag, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.